Die chinesische Mauer gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Jedes Jahr pilgern Millionen von Touristen und Touristinnen zu dem Bauwerk. Doch nun haben offenbar ein Mann und eine Frau mit einem Bagger eine Lücke in Chinas weltberühmte Mauer gegraben und damit großen Schaden angerichtet. Der Vorfall ereignete sich in der nordchinesischen Provinz Shaanxi, wie die dpa unter Berufung auf Staatsmedien berichtet. Der 38-Jährige und die 55 Jahre alte Frau erweiterten demnach dort eine schon vorhandene Lücke, um einen kürzeren Weg zu einer Baustelle zu haben, auf der sie arbeiteten. Der jahrhundertealte Mauerabschnitt aus der Ming-Dynastie sei bei der Aktion Ende August irreparabel zerstört worden. Die Polizei in Youyou im Norden Shaanxis habe den Mann und die Frau in einem benachbarten Kreis festgenommen. Sie hätten die Tat gestanden und müssten sich nun dafür verantworten. Welche Strafe ihnen droht, ist nicht bekannt.